Takeover von Netflix. Oder auch, wie schlecht können eigentlich Hacker-Szenen gedreht werden? Der letzte Software-Check. Danach ist alles zugelassen für den Start. Ich bin drin. Ich öffne jetzt den Mainframe. Das ist schräg. Was? Da wurde eine Pipeline angelegt. So werden alle Daten weggeschleust. Kriegst du das wieder hin? Problem gelöst. Mel Benson ist eine junge Hackerin, die zumindest beruflich Sicherheitslücken von Firmen aufdecken soll und diese ausmerzen soll. Als sie sich jedoch in einer nächtlichen Aktion in eine Firma einhackt und diese komplett lahmlegt, hat sie sich wohl endgültig mit den falschen Leuten angelegt. Jetzt ist sie zu deren Zielscheibe geworden, hat ein gefälschtes Deepfake-Video untergeschoben bekommen, in der gezeigt wird, wie sie einen Mord begeht und wird zusätzlich auch noch von der Polizei gejagt. Jetzt muss sie irgendwie versuchen, ihre Unschuld zu beweisen und das Ganze auch noch, während sie untertauchen muss. Leider hat dieser niederländische Thriller ganz massive Schwachstellen. Gravierende Plotholes erstrecken sich durch den gesamten Film und die miserablen Hacker-Szenen mit unfassbar großen Problemen und die unfassbar schlecht dargestellt sind, sind höchstwahrscheinlich auch für den größten IT-Legastheniker ersichtlich. Und auch optisch erinnert dieser Film doch eher an eine ganz gewöhnliche TV-Produktion. Allerdings kann derjenige, der über diese ganzen Schwachstellen hinwegsehen kann, sich doch ganz gut über 1,5 Stunden unterhalten lassen. Man steigt relativ schnell in die Story ein und auch danach entstehen eigentlich kaum wirkliche langweilige Stellen. Die darstellerische Leistung ist wohl eher durchschnittlich, allerdings bietet das Drehbuch auch keine wirklich guten Charakterzeichnungen. So kann ich dieser Netflix 0815 Produktion immerhin noch 4 von 10 Computermäusen geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch noch meine Top 5 zu den traurigsten Sitcom-Szenen an. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ich hab die Schnauze voll von eurem Gelaber. Wo ist sie? Beeil dich! Vernichtet die Beweise! Zerstört den Bus! Du musst aufhören!